Moin Freunde, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Das Season 1 Update ist jetzt endlich da, nachdem es jetzt ungefähr 3 Tage gedauert hat, bis man es irgendwie richtig runterladen konnte. Es ist nach diesem Update sowas von unspielbar geworden. Ich werde auf einzelne Details eingehen im Video heute. Es gibt auch 2 gute Sachen. Wir haben jetzt unsere Combat Stats, das heißt unsere Statistiken sind endlich da. Da können wir jetzt die höchste Abschussserie bisher sehen, die höchste Killzahl in einer Runde. Da haben wir zwar schon viel, viel bessere gehabt und ich erwarte so ein Feature am allerersten Tag des Release, aber sie sind auf jeden Fall da. Es ist ein bisschen komplizierter, bis man darauf kommt, weil diese UI, das heißt dieses gesamte Menü, absoluter Clusterfuck ist. Dann haben wir jetzt unsere einzige Map für die nächsten 4 Wochen, die neu dazugekommen ist. Es ist eine Remake-Map, es ist Shoothouse, kennen wir aus MW19 ja auch. Sieht meiner Meinung nach sehr, sehr geil aus, genauso wie Warzone 2 als Karte sehr, sehr gut aussieht. Und auch der DMZ-Modus sieht optisch gut aus. Es ist ja das gleiche wie Warzone-Karte, es ist ja Al-Masra. Ist natürlich vom Spielmodi anders, aber optisch gesehen riesiger Fortschritt bei den Battle Royale-Karten im Gegensatz zu Caldera auf jeden Fall. Gameplay-technisch, das werde ich in einem separaten Video jetzt die nächsten 1-2 Tage für euch zusammenstellen, ist es noch eine andere Nummer. Auf jeden Fall mit dem Update haben wir jetzt die Calling Cards bekommen, die Visitenkartenaufträge. Das ist auch wieder super kompliziert, bis man bei diesen Visitenkartenaufträgen ist. Und wir haben eine Menge Scheiße bekommen. Und ich will gleich mit dem Größten anfangen, damit wir uns richtig verstehen. Ich weiß, dass jetzt einige sagen werden, er meckert nur, aber ich möchte hier mit euch sprechen über ein Game, was $1 Milliarde innerhalb von 2 Wochen rausgeholt hat. Die Fußschritte sind in der Beta, und das haben alle Spieler gesagt, viel zu laut gewesen. Sie haben die Fußschritte zum Release deutlich runter gemacht. Wir haben immer noch keinen Totenstille als Perk, was auch nicht kommen wird. Und die Fußschritte die letzten 2 Wochen waren annehmbar. Man konnte damit spielen. Jetzt mit dem Update haben sie die Fußschritte nochmal lauter gemacht, wie sie in der Beta waren. Wenn ihr mir nicht glaubt, geht mal ein privates Game und spielt da mit einem. Lasst den mal auf. Ihr könnt sogar in der Lobby. Ihr könnt in der Lobby schießen und hört trotzdem Fußschritte von Gegnern hinter euch, neben euch durch Wände auf 20, 30 Meter. Ich schwöre es euch, Leute, ich habe noch Beta-Footage, ich habe es mir eben angehört. Es ist locker 20-30% lauter, jeder Schritt vom Teammate, vom Gegner, von euch selber, wie in der Beta, als es schon viel zu laut war. Sie haben sogar darüber geschrieben, dass das Ganze jetzt verbessert wurde. Es ist schlechter als bis vom Update heute. Ace hat darüber gesprochen und gesagt, dass allein so laute Fußschritte wie jetzt, das gesamte Gameplay für aggressive Spieler wirklich komplett ruiniert hat. Also komplett, weil wir ja sowieso alle Features in diesem Game wirklich für Sentinels gebaut sind und für aggressive Spieler eben absolut nicht. Und er hat jetzt aufgegeben, das Game zu spielen. Er ist ja einer der größten COD-YouTuber überhaupt. Er sagt, er wird so, wie es jetzt ist, nur noch für Content machen. Spielen wird das nicht mehr, nur wenn er irgendwas für ein Video braucht und das war's. Dazu ist es, dass dieses ganze Update schon wieder alles kaputt gemacht hat. Eure Freundschaftsliste ist leer, ihr könnt in Games nicht reinjoinen, die Server sind überlastet. Es ist jetzt das Slimline Pro endlich zum Freischalten. Ihr müsst die Lachmann SMG auf Level 11 leveln. Das Problem ist, viele von uns haben die Lachmann SMG schon auf Level 11 gelevelt. Und wenn ihr bei euch jetzt guckt, ist das Problem, dass ihr das Visier nicht ausrüsten könnt. Ich habe es jetzt 2 Runden probiert mit der Lachmann, ob es funktioniert, wenn ich sie jetzt einfach trotzdem spiele. Das Visier lässt sich trotzdem nicht freischalten. Wir haben neue Tarnung bekommen, 30 Stück. Und jetzt kommt etwas, was ehrlich gesagt, glaube ich, vielen gar nicht aufgefallen ist. Die einfarbigen Tarnungen, die wir hatten, und ich glaube, da gebt ihr mir recht, die sahen ja wirklich extrem geil aus, sind vom Kontrast nach unten gesetzt worden. Die sehen jetzt ehrlich gesagt ziemlich langweilig aus. Und zwar genau mit dem Update, wo der Shop ins Spiel kommt und wo im Shop Blueprints und Vaults und sonst was drin sind. Zu 100% haben sie festgestellt, dass das Feedback bei diesen einfarbigen Tarnungen zu gut war und dass die Leute gesagt haben, wofür eine Blueprint kaufen, wenn ich diese einfarbigen Tarnungen frei erspielen kann. Also haben sie die einfarbigen Tarnungen so weit nach unten gesetzt und uns eigentlich schon wieder ins Gesicht geschlagen, dass die Leute wieder eine Motivation finden, im Shop die Blueprint-Varianten zu kaufen. Das nächste im Update war unter anderem jetzt der neue Battle Pass. Der sieht ganz cool aus. Das ist ja halt einfach
wie in Fortnite, wo man sich auch Sterne kauft und dann freischalten kann. Hier, es ist nicht mehr ganz linear. Ihr habt einzelne Felder, 20 Felder. In jedem Feld sind 4 Sachen plus 1. Und am Ende des Battle Pass, wenn ihr all diese Felder durchgespielt habt und freigeschaltet habt, kriegt ihr eine letzte Aufgabe. Und wenn ihr alles aus diesem Battle Pass rausholt und ihn durch habt, bekommt ihr 1400 COD Points wieder. Die letzte Aufgabe gibt euch nochmal, ich weiß nicht, welche Aufgabe das genau ist, das steht da noch nicht, 300 COD-Points und noch eine Belohnung. Das heißt, der Battle Pass, wenn man COD-Points hat, lohnt sich. Ich habe mir jetzt nur einzelne Sachen davon angeguckt. Es wird wieder YouTuber geben, die sich den Battle Pass für 150 Euro direkt kaufen. Sollen sie machen, ist in Ordnung. Der ist auf jeden Fall drin, sieht erstmal kompliziert aus. Genauso wie dieses ganze Update für mich den Eindruck gemacht hat, als wenn irgendwie alles so durcheinander wäre. Tier 1 ist da, der Hardcore-Modus. Es ist aber kein Hardcore-Modus, um ganz ehrlich zu sein. Irgendwie, es gibt gar kein HUD mehr. Ihr könnt Punktestreaks nicht rufen, wofür ihr als Animation dieses Tablet nehmt, denn das ist rausgenommen aus dem Modus. Die Time-to-Kill ist ganz eigenartig. Ich habe jetzt mit der Scar probiert, da habe ich teilweise 3 Schuss in Hardcore gebraucht. Die Fußschritte machen Hardcore gefühlt unspielbar. Also es heißt Tier 1 oder Stufe 1, aber es hat eigentlich nicht mehr viel mit Hardcore zu tun. Es gibt kein Trefferfeedback für mich. Das heißt, wenn ich in Hardcore auf jemanden schieße, habe ich keine Ahnung, ob ich ihn treffe und ob er stirbt. Also wirklich, was sie mit dem Modus gemacht haben, ist absolut, absolut schrecklich. Dann, was ich auch absolut wirklich schrecklich finde, die M13 könnt ihr aktuell nur freischalten, wenn ihr sie kauft. Ihr sollt sie kaufen, also geht sie kaufen. Oder ihr spielt den DMZ-Modus, müsst auf der Karte dieses Nuklear-Symbol suchen. Dort läuft der Chemiker rum. Das ist so ein fetter Soldat mit so einem gelben Overall an, wie in Breaking Bad. Den müsst ihr töten und dann mit der Waffe, die er droppt, das ist die goldene M13 von ihm, die müsst ihr dann aufsammeln und mit der Waffe exfiltrieren. Wenn ihr das geschafft habt, ist die Blueprint-Variante bei euch im Rucksack mit drin und ihr könnt sie dann eben ganz normal Multiplayer später auch spielen. Dass man tatsächlich aber gezwungen ist, in diesen Modus reinzugehen und dort diese Aufgabe zu erfüllen, was wir haben 4 Stunden gebraucht zu dritt, damit es endlich funktioniert, weil manche Bots sind in diesem Modus sowas von krank stark, das ist unnormal. Mir war es lieber, ich hätte 80 Gegner getroffen als 80 Bots teilweise. Und wenn man jetzt vielleicht alleine zocken will oder niemanden hat, mit dem man da zocken kann, stelle ich mir diese Aufgabe unglaublich schwierig teilweise vor. Vor allen Dingen, weil immer nur derjenige, der diese Waffe im Loadout hat und exfiltriert, am Ende der DMZ-Runde diese Waffe auch freigeschaltet hat. Das heißt, wenn ihr es mit 3 Freunden macht, müsst ihr 3-mal in den DMZ-Modus und 3-mal erfolgreich das Ganze machen, exfiltrieren, damit alle 3 diese Waffe haben. Ich will ehrlich sein, Leute, es kann nicht sein, dass wir mittlerweile die Spieler zu gewissen Modi zwingen, indem wir ihnen Sachen, die umsonst sind, vorenthalten, es sei denn, sie zwingen sich dazu, diesen Modus zu spielen. Bisher war es so, ihr konntet eure Aufgaben Herrschaft machen, TDM, Abschuss bestätigt, sonst was. Ihr werdet gezwungen, diesen Modus zu spielen oder ihr kauft es im Shop. Das sind eure beiden Optionen, mehr Optionen gibt es nicht. Und ich hoffe bei Gott, dass sie diese Art des Waffenfreispielens nicht so weiterführen, sondern dass es eine einmalige Sache ist, um Werbung für den DMZ-Modus zu machen. Ansonsten eine Menge Abstürze, andauernd Paketverlust, Serverüberlastung. Alles Sachen, mit denen ich irgendwie rechnen könnte. Das Hauptmenü sieht immer noch nicht besser aus. Die Visitenkarten, Herausforderungen sollten eigentlich schon länger da sein. Jetzt sind sie da, kann man mit der Zeit drauf gehen. Die Level funktionieren, die Tarnung funktionieren halbwegs. Aber ansonsten habe ich das Gefühl, dass das Game mit dem Update jetzt schlechter ist, als es vor dem Update war, und das ist eine Leistung. Also diese Fußschritte, ich hoffe so sehr, dass sich daran was ändert. Solange wir kein Perk haben, ist es tatsächlich so, und Ace hat es genauso gesagt, ihr braucht keine Map-Awareness mehr, ihr braucht die Minimap nicht mehr lesen können, ihr braucht Spawns nicht mehr lesen können, ihr braucht gar nichts mehr. Jeder, gerade in den High-Skill-Brackets, hat jetzt einen Wallhack, kann kostenlos überall hören, auf dem Fernseher könnt ihr es hören, wo ein Gegner ist, und es wird absolut unspielbar für eine Menge Leute. Also ich hoffe, dass da irgendwas dran passiert, denn ich will ehrlich sein, ich habe null Interesse an Warzone 2 aktiv zu spielen,
Aber wenn der Multiplayer jetzt so bleibt, dann ist es eine unspielbare militärische Simulation und ein absoluter Flop, wirklich. Und ich weiß, wie viel Geld sie damit verdient haben, wenn sie ihre Sentinels, wie sie auch ein Perk-Loadout-Package, ihr könnt Perks in Warzone nicht ändern, nennen, dann muss man es so hinnehmen. Ich werde meinen Content darüber machen, ich werde weiterhin diesem Nebenberuf nachgehen, weiterhin Geld damit verdienen, aber so wie das Update jetzt ist, ist es also wirklich, ist es eine absolute Frechheit. Lasst mir gerne eure Kommentare da. Was haltet ihr von dem Update? Lasst ein Like da und ein Abo. Ich bin raus.